Herzlich willkommen zurück, Freunde des schlechten Humors, bei Part 3. Ja, wir begeben uns jetzt... Fertig? Können wir los? Ja. Wir begeben uns jetzt auf nach Paris. Durch den Ardennenwald. Ja. Apropos, das müssen wir auch noch machen. Und zwar sieht er ja unten da Seelenenergie und 50. Und Juri hat... Juri wollte Yuga, Gottesschlechter, von der Geheimgesellschaft genannt, hat die Kraft der Seelenfusion. Rachedurstig wegen der Niederlage in Domremy und dem Mistelfluch. Ja, die Sache ist einfach, erstmal Yuga, der Typ ist Japaner. Und Juri wollte, der Typ ist, glaube ich, halb Russe. Also er ist halb Russe, halb Japaner. Wäre er zu einem Drittel Japaner, zu einem Drittel... und zu einem Drittel Deutscher, dann wäre es am besten, aber das geht ja schlecht. Es sei denn, er hätte irgendwie verschiedene Wurzeln. Ah, ist ja auch eigentlich egal. Ja, und ich frage mich gerade, wie ich das machen kann. Kann ich das überhaupt? Nein, kann ich noch nicht. Ja. Was ist los? Irgendetwas ist komisch. Oh oh. Vorsichtig, alle zusammen. Hier kommen einige Monster. Ja, war doch klar. Ja, ich würde mal sagen, Symbol Magie Windhose. Ist nicht so gut. Naja. Dann machen wir mal einen Griff. Standard Todessegel. Oder Todessegel, was ist das? Todessegel. Sag ich doch, hatte ich doch recht. Und Juri hat von Anfang an schon 3 Angriffe. Hier machen wir mal Symbolmagie und Tagelschnabel. Und zwar auf den Sleeper. Zack. Jetzt kann ich mir doch das Todessegel angreifen. Ach. Ja, ja. Ich weiß auch gar nicht, wie im Endeffekt dann meine Endparty aussehen wird. Wohl doch. Doch. Ich weiß. Oder? Ja, doch. Ja, dann machen wir mal das Todessegel. Vor allem, ich rede jetzt schon vom Ende. Das ist wie bei Majora's Mask. Wo ich in Part 3 oder keine Ahnung wie viel Part schon sage. Ja, Leute, ich habe mich heute erwischt. Wie ich schon an Part so und so gedacht habe. An einen bestimmten Teil des Spiels gedacht habe. Wie ich da vorankomme. Und ich muss mich einfach hier drauf konzentrieren. Und das ist genau das gleiche wie jetzt gerade. Naja, irgendwann musste das ja mal passieren in so einem schaurigen Wald. Du ziehst die Monster an, weißt du? Was? Sieht so aus, als ob der Mistelfluch mehr Einfluss auf dich hat, als wir gedacht haben, Juri. Einfluss? Es ist ein Fluch, der auf den Körper und auf den Geist wirkt. Du kannst keine Fusion mehr machen, stimmt's? Deine Seele ist instabil geworden und sendet Wellen, die die Monster anziehen. Du meinst, sie könnten mich töten, wenn ich so bin, wie ich jetzt bin? Genau das dachte ich. Die Bosheit, die die Welt beherrscht, und die Bosheit deiner Seele wachsen beide und erzeugen Hass. Was kann ich dagegen tun? Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist uns aufs Überleben zu konzentrieren. Ich glaube, das geht immer auch nicht, oder? Nein. Scheiße. Oh, da ist der Rafa wieder. Ich meine Lenny. Du kommst nicht davon. Doch. So, jetzt sind wir schon am anderen Ufer.
Seltsamer muss hier hinterstellen. Nix. Ja, Truhe. Ich sagte Truhe. Und da haben wir ein Mana-Blatt. Schau an. Und einen Kampf. Wir haben 4 Gegner. Und dann nehmen wir uns den Zosen. Ja, Yuri ist ein totaler Nahkampfangreifer. Wie ihr gerade schon gesehen habt. Nein, Bianca sag ich nur. Blanka lassen wir den Skeeter angreifen. Aus dem Grund, weil ich weiß, wie der Opa angreift am Anfang. Der hat nämlich am Anfang nur eine Kombo-Stufe. Der schmeißt seine Puppe vom Arm. Die macht einmal so, ha, Pose. Und das war's. Mehr macht er nicht. Und deswegen, der Typ ist wirklich eher der Magie-Angreifer am Anfang. Beziehungsweise immer. Der ist immer der Magie-Angreifer. Der kann nichts. Oh, der kann schon gutes Zeug, aber er kann im Nahkampf nichts. So, haben wir langsam mal... Nein. So langsam... Ach, wo renne ich denn? So langsam müsste aber auch mal... Karin und so. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Skeeter und so. Dann machen wir mal den Skeeter kalt. In Klammern, denkst du? Dann machen wir mal den Soße im Kalt. Fehlschlag. Ich bin einfach der Beste. Ja, Geppetto ist fast tot. Ist schon erfolgreich. Ja, Hagelschnabel geht nicht. Ich will mich verarschen. Ich riskiere jetzt einfach mal nichts. Weil die wirklich immer am Anfang alle Geppetto angreifen. Zumindest zuerst. Wie schon gesagt, der Typ kann nichts. Moment, ich demonstriere es euch. Ein Trefflasher. Hä? Ja, passiert nicht. Schön, ne? Ist beruhigend, sowas zu erfahren. Symbolmagie, Windhose, treffen wir mal ein. Wunderbar. Und nicht mal K.O. Schön. Naja. Dann machen wir das Todessegel noch mit einer aufreizenden Pose fertig. Und das kriegen wir dann okay. So. Hätten wir das auch. Hier ist doch noch... Hier ist nichts. Naja, dann warten wir mal weiter. Aber hier ist eine Truhe. Und da ist drin Batterie. Batterie der amerikanischen K&A Corporation. Hat eine sehr niedrige Leistung, ist aber Effizientheit ja. In entlegenen Arbeitslagern hoch geschätzt. Ja. Warum auch nicht? Ach ja, stimmt ja. Sie haben reines Blatt. So, erstmal machen wir folgenden. Mana-Blatt. So. Dann Inventar. Und dann haben wir bei den Hauptobjekten noch die heilige Mistel. Heiligenrelikt aus dem Apoina-Turm. Junge Triebe sprießen aus der Metalldekoration. Kann Dämonen exorzieren. Nur wenige Auserwählte dürfen es benutzen.
Periapt. Das Seelenfragment, ein Vatergeschenk, war ein glänzender blauer Stein. Nach dem Fluch der heiligen Mistel jedoch glänzt es nun in einem bösen Purpur. Ja, habe ich eigentlich schon gesagt, dass die ganzen Symbole, die wir haben, Dämonen sind? Nein? Das sind alles Dämonen. Wir bekommen auch noch ein Buch dazu. Und ein Zufallsrad. Ja, der Feind hatte ich umzingelt. Solche Situationen gibt es auch. Und es gibt auch Situationen, in denen haben wir dann den Feind umzingelt und haben damit einen strategischen Vorteil, so wie der Feind gerade. Und leider ist der Feind nicht so gut, dass er uns gerade mal zusammenstellt, weil das ganz einfach ist. Ja. Dann... Nein. Ich wollte sie nicht angreifen. Ach man, ich wollte so ein Todessegel angreifen. Aber jetzt ist so ein Zoo sind weg, naja. Zack, zack, zack. Symbolmagie, Hageschnabel, tschüss. Schau hier. Hier goes! We did it. Und Glitzern von seiner Puppe. Ach, schön. So, und jetzt rennen wir mal weiter hier die Klippen hoch. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich so erzählen kann. Weil ich merke gerade, damals, wo ich das privat gespielt habe, habe ich großteils die Schnauze gehalten, mich aufs Spiel konzentriert und einfach nur versucht, dass irgend... Sie haben es... Was habe ich? Segen der Seele. Stellt alle Statusabnormalitäten wieder. Okay. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Rablatt. Was wollte ich schon sagen? Ja, ich habe mich damals eher auf das Spiel konzentriert. Und auf die Gedanken, die wir alle gekommen sind. Mir alle gekommen sind. Scheint nicht mehr zu funktionieren. Vielleicht hat er keinen Strom. Vielleicht mit der Batterie? Verwende die Batterie. Nein. Batterie ändert das nicht. Idiot. Dass überhaupt eine Auswahlmöglichkeit ist. Dann bewegt der Lift sich. Mit dem Lift fahren? Okay, wir fahren runter. Wer drückt denn da? Nein. Ja, okay, man kann noch ein bisschen erkunden gehen, aber hey. Später haben wir auch noch die Möglichkeit dazu. Außerdem habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, wir heilen uns einfach mal fix. Und ich habe mal schnell unauffällig gegähnt, in Klammern hoffentlich. Na, hast du den Alkohol nicht vertragen, Junge? Ach nee, das war ja ein Flashback. Geht's dir gut? Ja, wir sind fast draußen. Ich muss ein bisschen ausruhen. Ich bin so schläfrig. Hey, Juri! Wie läuft's denn aus, Freund? Beschissen! Alles scheiße hier. Arschkalt. Und dunkel. Ja, und im ersten Teil sah er noch anders aus. What the hell? There's a tree here. Whoa, what's going on here inside my soul? Something strange is happening.
Is it because of that mistletoe thing? Huh? Hold on a minute, what the hell does this mean? What's going on here? Are you alive? Are you? This is bad. I'm starting to feel sick. What do I do now? I can't do soul fusion anymore either. Guess I'd better have a look around in here. Richtig. Inside my soul. Richtig. So. Dann gehen wir mal auf die Lichtseite. Die Tür der Himmelsgebote. Instruktionen vom Himmel vielleicht. Worum geht's bei ihm? Ich spüre die Rastlosigkeit der Monster dieses Ortes. Ich weiß, ich werde ihre Anwesenheit hat was damit zu tun, dass ich keine Fusion mehr machen kann. Ich sollte wohl mal gucken. Ja, hier gibt's Feuer, Licht und Wind. Und auf der anderen Seite, bei dem Dämon sozusagen, dann Wasser, Wasser, Finsternis und Erde. Ich habe, glaube ich, anfangs immer Erde oder Wasser gemacht. Aber ich werde diesmal Feuer machen. Einfach aus dem Grunde, dass Feuer den höchsten Angriffsschub bietet. Hier ist ein Halter. Halt deine Hand drauf. Klar, warum nicht? Was zum Teufel war das für ein Blitz? Irgendwas fließt mich hinein. Kampfeslust erfüllt dein Herz aufs Neue. Du hast eine Karyl-Seele. Ich habe eine Fusionskraft zurück. Was ich machen muss, ist Monster in der realen Welt schlagen, ihre Seelen einsammeln und hierher zurückkehren. Wenn ich die anderen Klassen genauso wiederbelebe, kann ich mit ihnen fusionieren. Hat er gerade Fusionen gesagt? Wachstum der Fusionsmonster. Du kannst die Fusionsmonster vom Friedhof stärker machen, indem du auf Seele aufladen auf Juris eigenem Bildschirm klickst. Möchtest du mal Infos über Seele aufladen haben? Nö. Persönlich. Fusion. Seele aufladen. Nächstes Level. Ja, und das war's auch schon. Ja, und hier erhöhen sich unsere Stärke auf 17. Und normalerweise hätten wir Stärke von 11. Kannst du mal sehen. Ja, ich glaube, man kann dann noch weiter aufladen. Nein, kann man nicht. Der Stein auf dem Altar liegt. Okay. Hä, was ist das? Wach auf. Hä? Wach auf, wach auf! Is he human? Or maybe... Yeah, he's human. Ah, but he's a strange one, all right. Have you been with him for long? Well, over a half a year now, near as I can recall.
recall. He suddenly appeared one day, along with my late wife's niece. Your wife's niece? She was more like my own daughter, but unfortunately she was already dead when he arrived. She and Yuri were lovers. He dug her grave with his own hands. We've both lost people in our lives. We just try to live as best we can, With his own hands. Wow. What's going on? What's happening to him? Hey, Yuri, what is it? Holy shit. Malice is pouring out of his body. It's formed into a monster. Holy shit. Wake up! Wake up! Junge, mach der Klötzen auf. Geht doch. Ja, das ist mal ein schönes Erwachen, nicht? Beziehungsweise... Ach, scheiße, das bringt ja nichts. Klippe. Gleich mal 34 Schaden im Kopf, hey. So, nun die erste Fusion in Karin. Ja, auch dieser Kreis, der sich da bildet, der sieht ein bisschen komisch aus, diese Sphärenkugel. Und dann machen wir mal eine Combo mit Chipette. So, Symbolmagie. Hagelschnabel. Ah, fuck, das wird wieder nichts. Standard Arachne. Und X. Und mit Kariel dann auf die Arachne. So, du nimmst mal ein Terrablatt und gibst das mal Kariel. Also, Yuri. Gift. Ist klar, ist klar. Kombo mit Blanka. Objekt Segen der Seele. Auf dich selber, alter Mann. Windhose macht auch noch oben, war klar. Und X mal wieder. Haben wir eigentlich schon Sonderskills? Oh, Wut und Brand. Ja. Das muss man nur meistern. Am Anfang eines Kampfes machen. Aber es gibt dann später auch noch weitaus bessere Versionen davon. Ich glaube zum Beispiel Gruppenwut. Und der Name sagt schon, das wirkt gut auf die ganze Gruppe.
nicht hören. Schön. Guter Schnicker, Alter. Naja, Kombo mit Blanka. Nix machen. Standard gegen Arachne. Oh, ein Angriff. Und jetzt probieren wir mal einen Sonderskill. Brand. 51 Schaden. So viel war das jetzt vermutlich auch nicht. Nasekratz. Und erneutes Nasekratz. Ist aber auch dezent unfair, dass er das mit dem Gift immer hinbekommt. Segen der Seele. What shit will you do? Oh. Kombo mit Blanka. So, Blanka. Wir hätten ein bisschen mehr erkunden sollen, dann wäre das jetzt auch weiter schneller gegangen. Aber hey. Das ist schon dabei, ne? Der Bär sagt jetzt schon. Der Bär sagt jetzt schon. Oh Gott, nein. Och, bitte nicht. What shit will you do? Verdammt. Verdammte Axt. Und wir sind schon wieder ein paar Minuten drüber. Und wir geben mal Karyl ein Mana-Blatt. Ein Terra-Blatt. What shit will you do? Blanka rastet aus. Und da hat die ihm ins Bein gepisst. Karyl rastet aus. War klar. Schlägt alte Menschen, war so klar. Blanka ist ausgerastet. Ja, das Interessante ist, die machen aber dann mehr Schaden. Bitte nicht auf Blanka. Bist du bescheuert, Juri? Klippe. Jetzt geht sie drauf. Ja, mach ne noch stärker. Ist richtig. Ist richtig. Oh, jetzt greift ihn doch mal bitte an. Oh, du bist doch so doof einfach. So doof bist du einfach. So doof. So unendlich doof. Ach man, bist du bescheuert. Game over. Moment, was? Moment, was? Alter, ich hab doch voll gespeichert. Ich hab wahrscheinlich nicht voll gespeichert. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Ciao, Freunde.